Was wichtig ist, dass es seine linearen Formen hat und dass es gerade ist und dass ich das Ding nicht so schräg halte. Das haben die jungen Leute heute ganz gerne. Ich glaube, sie meinen, das wäre dann dynamischer, das Bild, wenn das so ein bisschen schräg ist und so. Also davon halte ich überhaupt nichts. In der neuen Tretjakow-Galerie in Moskau habe ich es geschafft, dass sie vier Bilder von Malevich sehen und klar sehen, was drauf ist. Und sie haben den jungen Mann, der mich gereizt hat, weil er eben, man das Gefühl haben könnte, er ist aus einem dieser Bilder rausgestiegen. Das war das, was mich reizte. Je mehr man fotografiert, je mehr man tut, umso schneller sieht man, ob die Dinge im Lot sind oder nicht oder was störend ist und dass man dann einen kleinen Schritt zur Seite geht. Manchmal sind die Sachen von oben sehr interessant. Das hätte ich von in derselben Ebene natürlich gar nicht so kriegen können. Da hätten ja die Platten sich nicht so abheben können. Dementsprechend verändern sie ihren Standort, um das dann so zu komponieren, wie sie es für richtig und gut finden. Ein Bild muss ja eine gute Komposition haben, sonst ist es ein Dokument, aber kein Bild. Ich mache nur schwarz-weiß, weil ich da das Gefühl habe, es verdichtet den Inhalt. Und die Strukturen, die Formen kommen klarer raus. Und ich habe die Dunkelkammer. Die Tonwertigkeit der Bilder, das mache ich in der Dunkelkammer. Und das, finde ich, ist der zweite Prozess für ein gutes Bild. Von Santiago Sierra auf der Biennale in Venedig, der spanische Pavillon. Er hatte den Eingang zumauern lassen. Man war völlig irritiert, also versuchte man von hinten in diesen Pavillon zu gehen. Und da standen dann zwei Polizisten und haben gefragt, ob man einen spanischen Pass dabei hätte. Also es durften nur Spanier in den Pavillon und das war sozusagen aufzuzeigen, wie das ist, wenn man Fremder ist und überall Barrieren sind und Sperren sind, wenn man nicht dazugehört. Und dann ist er nochmal der Santiago Sierra in den Berliner Werkstätten war das. Und da sitzen in diesen Kartons Menschen drin und man hört nur so ein bisschen geraspelt. Und dann geht man näher dran und dann versucht man mit denen zu kommunizieren, was sie aber nicht dürfen. Also das war ganz unheimlich gewesen. Da war dasselbe Prinzip, dieses Eingemauertsein. Diese Bilder sind nicht unbedingt sehr typisch für meine sonstige Arbeit. Ich habe mich immer als eine Reportagefotografin gesehen und sehe das auch weiter. Und im Prinzip sind es ganz normale Dinge, die mich reizen und die ich sehen will. Momente, die vielleicht banal sind, aber doch irgendetwas drin ist, was es dann verdichtet. Es ist das, was jeder sehen kann, sehr oft aber erst realisiert, wenn es als Bild sieht. Das Liebeskind-Museum, das jüdische Museum in Berlin, das sehen Sie ja hier mit diesen eingeschnittenen kleinen, schmalen Fenstern, die ja wirklich wie eine Skulptur wirken. Und ich war dann etwas enttäuscht, als man sah, wie das vollgestopft war mit Objekten. Für mich war das eigentlich so das Denkmal für die Juden, was ja dann am Brandenburger Tor entstanden ist. Und ich habe gedacht, das hätte es vielleicht auch werden können.